Am Abend scheint im Garten Ruhe einzukehren. Doch in Wahrheit wird es jetzt erst lebendig. Dies ist die Jagdzeit der Erdkröte. Asseln, kleine Käfer und Schnecken, nichts entgeht der klebrigen Zunge. Die kleinsten Bewegungen werden registriert. Und auch die großen. Den Regenwurm packt die Kröte mit ihren gezähnten Kiefern und schlingt ihn als Ganzes hinunter. Am Morgen dann kehrt sie zurück zu ihrem feuchten Versteck. Dort wird sie auf die nächste Nacht warten. Ein gleichmäßiges Leben. Kröten können bis zu 40 Jahre alt werden, wenn sie die Frühjahre überleben. Denn das ist die gefährlichste Zeit für die Tiere. Eingegraben hat die Kröte den Winter verbracht. Doch jetzt zieht es sie zum Wasser. Zu genau dem Gartenteich, wo sie einst als Quappe geschlüpft ist. Selbst wenn der Teich mehrere Kilometer entfernt ist, von keinem Hindernis lässt sie sich aufhalten. Nicht von der stark befahrenen Straße, nicht vom tiefen Gulliloch. Die Wanderung kostet Opfer. Ein innerer Drang treibt sie voran und alle anderen Kröten auch. Einige haben es schon geschafft. Die ersten Männchen warten am Teich. Trifft ein Weibchen ein, bringen sie sich in Startposition. Auf ein Weibchen kommen bis zu 7 Männchen. Was folgt, ist ein erbitterter Kampf. Jeder versucht, das Weibchen zu umklammern. Manchmal hängen so viele Männchen an einem Weibchen, dass das nicht mehr Luft holen kann und ertrinkt. Doch meist entscheidet einer den Kampf für sich. Dann geht es in eine ruhige Ecke, um zu laichen. Mehrere tausend Eier legt ein Pärchen in wenigen Stunden. Lange Laichschnüre, die sich wie Stolperdrähte durch den Teich ziehen. Für die Kröten ist die Aufregung jetzt vorbei. Gemächlich geht es an den Heimweg. Wieder eine Wanderung, doch diesmal langsamer und auch vorsichtiger. Im Garten wartet nun nur noch ein ruhiger Sommer auf die Kröten. Der Laich bleibt zurück. Nach mehreren Wochen wimmelt es im Uferbereich von Kaulquappen. Eifrig raspeln sie im flachen Wasser die Algen ab. Im Juni dann haben sich die ersten winzigen Kröten entwickelt. Sie müssen nun den gefährlichen Schritt an Land wagen, in ein ganz neues Leben, irgendwo gut versteckt in unseren Gärten.